Hallo, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind immer noch in IC, ne Quatsch, doch IC Ende 2080, auch bekannt als Hexenkopfnebel in dem System. Ich habe jetzt das ganze System gescannt. Mich hat dort bei Nummer aus dem Hyperraum geholt. Sowas aber auch. Und ich bin jetzt nur zu hier rausgeflohen. Das sieht ganz nett aus. Und hier gucke ich, hier oben ist noch so was Kleines mit Ringen. Hier ist zwei schöne Ringmond. Das eine ist Ringmond, das andere Ringplanet. Und hier ist auch in der Nähe ein Planet mit biologisch und geologische Signale. Das wollte ich mal nur angucken. Doch schon nicht schlecht aus. So, ich habe aber schon mal ein Ziel angewählt. Und zwar der Hünne, das ist nur 50 Lichtsekunden. Und das ist der eine Mond. Das andere System sieht man schon. Das andere System, der andere Ringplanet. Auf der Karte. Hier. Das System hier. Hier war mal gerade bei Denethor. Hier wollen wir hin, weil hier hat es biologische und geologische Signale. Wollen wir uns mal angucken, was das ist, ob das nochmal so Borken-Dinger sind. Oder auch nicht. Ich vermute, müssen wir das so Borken-Dinger. So, hier sind wir halt in eine Hexennebel relativ schön. Ist geil hier. Mit dem Nebel, schöner Blick auf die andere Nebel da hinne. Orion-Nebel und Barnards Loop nehme ich an. Ja, die umkreisen dann noch schön die zwei Monde. Herrlich. So, müssen wir dann jetzt eher schon mal scannen. Wir kennen die Prozedur. Mal sehen, was man da für Signale an. Gucken wir uns mal eins an. Biologisches. Ist auch nicht so wunderbar groß. Vier Sonder. Okay, mal hier dahin. Da gucken wir mal, sehe ich, wie viel der schon abdeckt von der Vorderseite. Näher können wir noch. Ja, dann können wir, denke ich, hier nur hinsetzen. Ob das schon reicht, oder ob man wahrscheinlich noch vielleicht hier oder so. Nee, das hat schon gepasst. Okay, biologisch. Ja. Biologisch, die wollen wir uns angucken. So, das ist ja schon ein bisschen. Ich gucke, dass mal ein bisschen flacher rinkomme. Was? Also auf der anderen Seite oder wie? Geht so nicht. Nein. Muss Abstand gewinnen mit dem Planet drumherum. Nein, hier. Geologisch, nein.
Boah, ist total verfranst. Wo bist denn du jetzt? Nein! Biologisch, Moment. Okay, gut, sind wir zwar auf der Nachtseite, aber das ist doch egal, oder? Wir haben ja Licht, Buggy. Wir kommen mal angenehm flach rein, das passt. Einfach mal gucken, was das ist. Ich glaube, wenn das wieder diese Borkendinger sind, dann machen wir was anderes. Dann fahren wir mit dem Buggy gerade lädt auch mal kurz drum rum. Und dann springen wir noch schnell zum Riegel. Dass wir uns dann immer noch angucken, wenn wir schon mal hier sind. Ein bisschen schneller könnten wir eventuell doch. Eventuell ein bisschen zu flach drin, aber naja, das geht. Also wenn es hier nicht diese Pirate hätte, dann wäre es hier noch besser. Muss ich sagen. Wenn wir mal gar nicht wissen, was wir machen, dann springen wir mit Asp hierher, holen uns unser Walcher oder so und fliehen ein paar Rohstoffabbaugebiete. Und erarbeiten uns ein bisschen Ruf bei der Fraktion. Das war ein bisschen zu flach. Naja, 90 Kilometer kriegen wir noch hin. Mamoen auch noch auf der Höhe behalle. Mehr viel ziemlich flach. Da. So, ich glaube, dass da ist jetzt okay. What the fuck, was ist das? Bisschen zurück hier. Ungeeignetes Terrain. Was zur Hölle? Oh, warte mal. Was ist denn das? Ich glaube, ich fliege hier weg. Bisschen Abstand halten, ich will hier nichts. Kaputt machen. Bisschen zurück, ja. Komme hier die Exode her. Aus Darkstar.
Hossa. Moment, nein, das war falsch. Jetzt bin ich mal gespannt, was das so ist. Und hui. Abstand zum Schiff erhöhen. Okay, gut. Wir können ja das gerne. Dann nehmen wir doch gerade mal hier so Knilch, der schön angeleuchtet wird. Was auch immer das ist. Wir fliegen gerade mal. Fliehen. Fahr auf die Dortswelt zu. Hossa. Das sind wirklich Exode. Biologisch und geologisch. Rubeum-Anemone. Biolumiszente Rubeum-Anemone. What the fuck? Anemonen. Zendorobeum Anemone. Auch hier ist bestätigt. Okay. Krass. Da müssen wir wirklich auf den anderen Planeten auch noch landen. Hossa. Moment, da brauchen wir noch ein Selfie. Von dem Exot. Wo ist denn unser Schiffchen? Ganz hier hin. Boah, wie riesig die sind. Geil. Oh. Wow. Gucken wir euch das mal an. Wow. Das ist Hammer. Die Nachtseite von dem anderen Mond, den man da, die sich da im Kreise direkt vor dem Nebel. Geil. Wow. Das sieht man. Das ist nur geil. Samenhülse. Gucken wir mal. Das ist bestimmt auch sowas zum Aufsammeln. Wir probieren es einfach mal. Ja, die müssen wir auch abschießen. Das funktioniert wahrscheinlich genauso. Hossa, ey. Also, ich bin wieder beeindruckt. Cadmium. Gut, ist jetzt nicht so. Wo ist das Cadmium? Hier. Bis hier rumcruise. Wenn wir sowas schon sehen. Oh, hier hinten ist noch was. Nehmen wir natürlich noch schnell mit.
Zink. Zink. Ja gut, haben wir mehr als genug. Haben wir noch mehr. Jetzt hier bergab. Ja, hier sind wir am Kraterrand. Wollen wir nicht unbedingt. Oh, doch, müssen. Geht. Boah. Wie viel sind wir von denn? So ganze Horde. Das ist ja Hammer. Rutinium, ja, das ist nicht so häufig. So, dann fahren wir das Ding noch um. Doch nicht, haha. Also ich würde sagen, wir gucken uns dann doch noch nicht Riegel an. Wir müssen uns noch hier in dem System ein bisschen rumtreiben. Wer weiß, was es hier noch hat. Schwefel, gut. What? Wo? Deiner Seite oder wie? Jupp. Mangan brauchen wir es auch nicht unbedingt. Gerade überlege, damit wir noch was anderes die nächsten drei da sehen. Ich glaube, ich fliehe die einfach mal so an die andere. So stichprobeartig. Und wenn was Interessantes ist, nämlich es halt uff und ansonsten. Ja. Warte mal, gucken uns das nächste Mal Endziel noch an und fliehe da. Oh, Arsen, ja! Ja! Ja, gerne. Können wir da beim Raumschiff, der Frameshift-Antrieb auf G5 Pimpe. Da haben wir noch Zeit. Ich würde sagen. Und was ist denn da? Das nehmen wir noch schnell mit. Das ist echt dahin. Unglaublich. Quecksilber. Hallo, hopp. Das ist auch ziemlich klein. Nö. Wir fliehen. Wir fahren wieder ans Raumschiff. Alter, das ist ja. Hammer. Das ist richtig Siedlung. Wow. Ich hatte eigentlich gedacht, um sowas zu finden, müssen wir richtig weit raus. Wie gesagt, das war jetzt überhaupt nicht geplant, dass ich das hier in dem System finde. Also es war geplant, dass ich in das System fliehe, weil ich wusste dann vorher informiert habe, dass dort Asteroidenbasis ist, dass man sie mal angucken könne. Oder landen könne. Aber dass es hier so viel in dem System gibt, hätte ich echt nicht gedacht. Noch schnell gucke. Ich glaube, auf dem Nachbarmond, da war auch noch was Biologisches. Wir gucken mal. Nee, nur Silikatdampfgeysire. Oder? 12b, ne, ich glaube, da war, oder? Wir könnten eventuell mal schnell scannen.
Also ich sehe erstmal von dem Dings weg. Der Mond ist wieder gerade näher dran, sozusagen. Da gucken wir mal, ob da auch was Biologisches ist. Wenn es hier noch mehr verschiedene Dinger gibt, dann wäre man eigentlich blöd, wenn man die Netmo noch schnell mitnimmt. Du mal den schon mal. Plups. Ich glaube, das sind wir schon ziemlich nah dran. So, waren wir mir Halle die Höhe. Gut, mir steigen noch. Dann scannen wir den mal schnell. Scannen wir nicht. Wieso scannen? Ach so, weil wir wahrscheinlich noch. Dann müssen wir wahrscheinlich das erste Mal von dem Planet weg. Wahrscheinlich würde sonst diese Sonde direkt unten auf deinem Planet dort sein. Wenn wir noch zu dicht an der Oberfläche sind, könnte ich mal vorstellen. So, aber jetzt Schub zurücknehmen. Wunderbärchen. Sieht schon besser aus, oder? Mal dann noch so hin, das müsste dann eigentlich passen. Na, gucken wir mal, was haben wir dann hier alles? Biologisch. Ist das nicht von dem Planet? Biologisch. Das gucken wir uns mal noch schnell an, was das ist. Da, was ist da hinten das? Biologisch, noch besser. Weil das ist noch auf dieser Seite. Beziehungsweise. Da müssen wir nicht um den Planet rum. Wir gehen mal nur runter, gucken mal, was das noch. Ob das wieder dasselbe ist. Eventuell, weil es ist. So ein gleiches System irgendwie. Gerade nur Mondnähe wird dran. Das ist, denke ich, relativ wahrscheinlich, dass das noch das gleiche ist. Wir schauen mal. Und ich muss gucken, wie ich das mache. Sonst sind wir noch die nächste 5-6 Folge hier in dem System. Auf der anderen Seite, wenn es hier so viel gibt, why not? Komm. Entdeckungen. So. Und dann kommt der blaue Bereich. Schon näher. Ja, brauchen wir gar nicht diese Booster. Das sind wir schon gleich.
Wenn das jetzt wieder was anderes ist, dann aber. Da haben wir bald die Codex voll, beziehungsweise alles entdeckt. Naja, noch nicht ganz. Ey, hier, hallo. Nö, das sind dieselbe. Ja, das sind dieselbe Dinger. Gut, dachte ich mir fast, aber jetzt wissen wir's. Dann können wir hier ein kleiner Cut machen und beim nächsten Mal geht's weiter mit was auch immer bei unserer Expedition hier und bis dahin dann. Bye bye.